So, hallo Leute, willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Ich bin Tiger D. Jack, das davon ist Alice. Wir sind gerade im, ja, im Vorhof des Hutmachers. Würde ich es jetzt so nennen. Scheiße, haust du ab? Ja, Vorhof des Hutmachers, wie soll es sonst nennen? Domänenhinterhof. Hier ist eine Schweineschnauze. Schnauze, 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 Schnauze. Jetzt wird es leiser. Da oben war sie. Also blöd, wenn ich mal eine, wenn ich die Schweineschnauze übersehe, die sind auch blöd zum Finden, Leute. Ich bin da nicht einmal drauf gekommen, du hohen Kobold. Bei mir wächst immer, egal was ich mache, bei mir wechselt es immer. Da, bei mir wechselt es immer sofort in die Ego-Perspektive ein, obwohl ich nichts drücke, Freunde. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Gesundheit. Oh, ein Körbchen voll. Was mag da wohl drinnen sein? Gold, Glitzer, Edelsteine. Und da ist Scheiße drinnen? Nein. Tja, shit happens. Was heißt da shit happens eigentlich? Shit happens ist auch so ein Wort, das sich in der Zeit so durchgesetzt hat. Wenn ich einmal reich bin. Das ist genauso wie ein Wort. Die Wörter setzen sich alle viel um. Also vor. Das ist meine Ansicht, so dass sich viele Wörter durchsetzen, jetzt langsam in der Jugendsprache. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wenn man als... Gut, ich bin vielleicht jetzt nicht eine andere Generation, wenn man das mal so nimmt. Aber dennoch bin ich noch eine von den Menschen, die früher nett zu ihren Eltern waren. Nett zu deinen Mitschülern waren, zum Beispiel sich früher noch mit Trottel und sowas beleidigt haben. Und nicht wie die heutige, ja, die heutigen Kinder mit du Hurensohn und sowas. Weil bei mir ist eine klein, bei mir, ich fahre jeden, ich bin ja noch Azubi, ich fahre ja in die Berufsschule und da ist in der Nähe noch eine Kleinkinderschule und die Kinder, die bei uns da schon im Bus sind, also die von der Schule da sind, fahren halt bei uns ja schon mit. Und da fragen sie dich dann schon, ja, hast du Kippe und sowas? Da hast du Lust, da hab ich die Lust, keine Ahnung, ich stehe da mit meinen, stehe da mit meiner Meinung auch nicht alleine, dass Kinder im Alter von 8, 9 oder 10 schon das Rauchen anfangen, nur weil sie, ja, ich bin cool, ich darf das machen. Also sowas ist relativ in meinen Augen... Ich bin zwar selber Raucher, ich habe nicht früh angefangen, ich habe mit 16 angefangen. Und bevor es da... 16, 17 habe ich angefangen, kurz vor 17 Jahren habe ich angefangen. Weil ich Probleme hatte, auf die ich nicht eher, nein, weil ich nur Stress hatte, auf den ich vielleicht mal anders mal eingehe, statt Alice. Oh.
und die Damen mit 10 anfangen, da denkst du, haben die einen Knall? Du würdest, die Kinder gehen da mit der Kippe zum Beispiel durch die Stadt und... Willst du mich verarschen? Wo war ich denn geblieben? Mit der Kippe durch die Stadt gehen sie und sie für besonders cool halten. Hast du Lust, den Kindern die Zigaretten wegzunehmen und es sofort ihren Eltern zu sagen? Das ist das, was ich meine. Weißt, sowas ist eigentlich schon relativ, ich finde sowas relativ krank. Ich weiß, du hörst mich, du widerspenstiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das elende Kaninchen los. Alter, die alte Frau ist mal creepy bis ins Letzte. Diese Taubenlieferin ist mal creepy bis ins Letzte. Nicht nur, weil sie Alice erpresst, sondern auch deshalb. Aber alte Frau mal beiseite, jedenfalls, dass es... Vielleicht tun mich viele jetzt schon dumm halten oder zu alt oder sowas, aber das ist meine Sache. Kleine Kinder beim Rauchen zu sehen, es kotzt mich an. Gut. Das Alter jetzt 16, 17 ist kein Problem. 16, 17 ist es kein Problem. Das sehe ich ein. Aber mit 10, ehrlich gesagt, finde ich das ehrlich gesagt zum Kotzen. Die haben von klein aus eine schlechte Lunge. Die brauchen dann jetzt schon den Nikotinstock, jetzt mal in der Früh. Und den Eltern ist es anscheinend scheißegal. Also... Gut, das haben viele mit meinem Freundesgeist mit 15 oder 14 angefangen. Gut, da sehe ich es noch ein, aber mit 10 ist es für mich ehrlich gesagt übertrieben, Leute. Und das ist zum Beispiel das Praktische an Alice. Da kann man sich einfach mal schön... Da unten ist die Schnauze. Aber erst einmal muss ich rüberkommen. Das Schöne an Alice, ich kann hier Themen angreifen, wo ich noch nicht dazu komme, weil es ist zwar lineal, das Spiel. Das Spiel ist zwar lineal, aber nicht so stark lineal, dass es weh tut. Sondern einfach, dass man sich das schön mal Zeit hat, für ein Thema einzufallen, was ich mir da gerne tue. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Interessant. Also man hat ja verschiedene Psychoanalysen. Den Psychotherapeuten, dann die Familie, dann die alte Frau mit den Tauben und... Die Nanny und den Anwalt, jede Menge hat man da, die ein bisschen ihre Gedanken zu Alice sagen oder was sie zu Alice mal gesagt haben. So, wie geht's jetzt weiter im Programm? Komme ich da jetzt nicht hoch, oder? Frechheit. Gut, dann mache ich es auf die elegante Art und Weise. Was sagt denn die Uhr inzwischen? Ach, wir haben noch Zeit. Ich glaube, mit 20 Minuten Fahrt für euch bin ich sehr gut, Leute, dass ich euch 20 Minuten am Tag Alice gebe. 20 Minuten Alice. For life. Oh nee, ich hasse die Dinger. Augenpott. Mit denen Dingen ist es nicht zu spaßen. Thank you.
Ja, entweder mache ich was falsch oder das Ding will nicht kaputt gehen. Aber leider war das nicht der letzte Augenpott, den wir gesehen haben. Weil neben diesen, sagen wir mal so, Lala-Attacken kann das nämlich noch was anderes, nämlich Käfer schießen. Das meine ich damit, das schießt. Zum Beispiel das da oben schießt Tee noch auf uns. Das sind also übergroße Teekannen. So, das war Teekanne Nummer 1. Und das meine ich damit, in Alice finde ich die Musik saugeil. Da haben sich die Entwickler Spicy Horror was Geiles überlegt. Nur weil ich deinen Prolog abgestochen habe, komme ich nicht mehr lebend raus. Nur weil ich deinen Bro abgestochen heiße. Heißt es noch lange nicht, dass du mich jetzt auch, dass du ihn jetzt rächen musst, sondern dass ich dich jetzt hier umbringe. Und gleich holen uns den nächsten Bro raus. Sag einmal, ist euch das Mutterchen Theresias... Ah, scheiße, die bringen mich gerade um. Das ist keine gute Idee. Scheiße, die haben mich gerade umgebracht, Leute. Tja, möchtest du fortfahren? Ja, mich haben es gerade umgebracht. Na ganz toll, Leute. Ich hoffe, das ist mir jetzt nicht peinlich. Aber anders geht's ja nicht. Darum hasse ich die Dinger so sehr. Aber wir sind ja nicht zu weit zurückgefallen. Das ist doch wenigstens mal eine gute Nachricht. Jetzt kennen wir ja schon. Au, und die ziehen auch sehr viel ab. Das ist ja das Blöde. Die Typen ziehen ja auch sehr viel ab. Das ist ja das Komische. Auf das Blöde. Oh, ich hasse das mit dem Tee. It's not tea time, ihr Vögel.
Da feuert der eine runter, feuert der andere drauf. So Leute, die Teebanausen gehen mir langsam auf den Wecker. Jetzt wisst ihr, warum ich die Tee so hasse. Jetzt wisst ihr, warum ich den Tee langsam so hasse. Und warum jetzt not Tea Time ist. Ach, leck mich doch. It's not tea time, Leute. It's when dann time to check ärgern. Senkt da ein Schalter? Nee. Halt doch mal die Klappe, du scheiß Teeservice. Jetzt hältst du mindestens mal 5 Minuten die Klappe. Und jetzt kommt ein zweites auch noch dazu. Wo ist das kaputte? Und schon wieder ist mein Leben bedrohlich. Ja, greizt kruze Türken. Vielleicht war Mittel doch zu viel für mich. So Leute, was macht jetzt der Jack? Der Jack nimmt feige an. Weil bevor er sich jetzt aufregt, auch wenn der Jack jetzt angeblich für euch feige ist, ich mach's auf Mittel. Vielleicht war Mittel doch zu schwer für mich. Waffen, kann man da irgendwas aufbessern? Nein, kann man nicht. Konfiguration, Spiel und Daten, Fähigkeit, leicht. Sorry Leute, aber was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Aber Leute, wie ich gerade auf meine Uhr linse, haben wir wieder unser volles Pensum erreicht für heute. Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe die Gedanken über meinen Senf, über kleine Kinder und Rauchen und ihre Umgangssprache mal gesagt. Ich hoffe, ich habe euch zum Nachdenken angezogen. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich will da mit euch diskutieren darüber. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir Tea Time. Also Wiederschauen, reingehauen und Servus.